Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sind Astern eigentlich winterhart? Die Frage habe ich bekommen. Das möchte ich euch hier in dem Video beantworten. Man muss sagen, es kommt auf die Sorte der Astern an. Die Astern, die zum Beispiel jetzt im Herbst noch blühen, das sind Herbstastern, die fangen in der Regel erst an ab Spätsommer zu blühen, blühen dann den ganzen Herbst über und werden dann irgendwann auch welk und ziehen sich zurück. Am Ende bleibt nur braunes und gelbes über. Die Herbstastern sind aber winterhart, die treiben dann im nächsten Frühjahr wieder aus. Das heißt, zum Frühjahr hin dann einfach alles, was abgestorben ist, abschneiden und dann fängt der Neuaustrieb wieder an. Herbstastern sind locker bis minus 35 Grad winterhart, frosthart. Das heißt, hier in dem Winter in Deutschland kann da definitiv nichts passieren. Ihr braucht auch hier, wenn die ausgepflanzt sind, nicht für einen extra Winterschutz sorgen. Die könnt ihr einfach so wirklich dann tatsächlich im Winter sich selbst überlassen. Wie gesagt, im Frühjahr dann zurückschneiden und dann treiben sie auch wieder aus. Herbstastern sind also ausgepflanzt tatsächlich bedingungslos winterhart. Sind Astern im Blumentopf oder im Blumenkasten, wie in meinem Fall, eingepflanzt, auch dann sind sie wirklich winterhart. Da braucht ihr euch auch in der Regel nicht sehr viel drum kümmern. Das reicht wirklich, wenn man die dann so ein bisschen geschützt stellt. Das heißt, der Topf sollte euch hier nicht einmal komplett durchfrieren. Am besten irgendwo eine südliche oder südöstliche Hauswand anstellen, damit sie so ein bisschen geschützt sind. Ihr könnt dann den Topf oder den Blumenkasten noch so ein bisschen einwickeln in Vlies. Unten noch Styropor drunter legen, dass der Frost, dass die Kälte nichts von unten so reinkriechen kann. Und dann sind die Astern hier im Topf auch gut geschützt und sollten gut durch den Winter bekommen. Anders sieht es allerdings bei Sommerastern aus. Und die könnt ihr hier sehen. Die Sommerastern sind jetzt langsam am Eingehen, sind verblüht, werden gelb, werden braun. Und dann war es das. Warum? Weil Sommerastern grundsätzlich nur einjährig sind. Das heißt, von dem Auskeim bis zum Wachsen, bis zum Blühen, investieren sie dann ihre komplette Energie in die Samenbildung und gehen dann ein. Sie sind also nicht mehrjährig. Und das heißt, nächstes Jahr müssen sie dann durch den Samen wieder neu ausgesät werden. Dann kann man auch wieder die Astern sozusagen mitnehmen. Aber die alten Pflanzen, die können jetzt zum Herbst, Winter hin rausgerissen und entsorgt werden. Da kommt garantiert nichts wieder, weil sie, wie gesagt, nur einjährig sind. Und das hat auch nichts mit Winter oder Frost zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass die Energie jetzt raus ist und wirklich dann in die Samenbildung investiert wird und die Pflanzen dann eingehen. Wenn ihr sie aussehen wollt, dann macht es am besten so, dass ihr das nicht an gleicher Ort und Stelle macht. Man soll den Standort bei Sommerastern dann immer wechseln. Ansonsten können sie an der Asternwelke auch erkranken. Und das könnt ihr dann im Frühjahr machen, so eine Keimtemperatur, so 10, 20 Grad. Dann dauert so 2 bis 4, vielleicht 5, 6 Wochen, je nachdem. Sollte auch frostfrei auf jeden Fall sein. Die Samen einfach in die Erde reintun, ganz leicht mit Erde bedecken und vorsichtig andrücken. Und dann braucht ihr auch nicht großartig gießen oder so, denn im Frühjahr ist es noch feucht genug. Und dann dauert es, wie gesagt, nicht so lange. Dann fangen die Astern an zu keimen und dann habt ihr über den Sommer wieder eine richtig schöne Blüte mit Astern. Ja, das war's zum Thema, sind Astern winterhart oder frosthart? Also Herbstastern sind bedingungslos frosthart und die Sommerastern halt nicht. Die gehen euch dann kaputt, weil sie nur einjährig sind. Die könnt ihr also auch nicht reinholen oder am Topf überwintern. Das klappt nicht. Die werden auf jeden Fall welk. Das hat dann auch nichts mit den Temperaturen zu tun, denn diese hier haben aktuell auch noch keinen Frost abbekommen, aber ihre Zeit ist halt einfach vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.